Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei uns geht über den Tisch, was bei den Menschen in diesem Land auf dem Teller landet. So lässt sich die Arbeit unseres Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft auf den Punkt bringen. Unsere Themen gehen wirklich jeden in diesem Land an. Denn es geht um Ernährung, unser tägliches Brot. Jeder muss essen, mindestens dreimal am Tag. Jeder kann mitreden, viele wollen es, und das ist auch gut so. Denn Lebensmittel spielen eine wirklich herausragende Rolle für das, was uns am meisten bedeutet. Was ist es? Die Gesundheit, auch durchaus unser Aussehen oder, um es ebenfalls auf Platz zu sagen, Eten und Trinken, holt lief und seel wie Nanne. Aber Ernährung ist inzwischen mehr als reine Nahrungsaufnahme. Essen ermöglicht das Bekenntnis zu einem Lebensstil, übrigens auch zu einer Abgrenzung. Sind Sie Veganer, Flexitarier, Wurstesser? Sind Sie klassischer Mittagsesser oder Snacker? Das Essen bestimmt das Sein. Das Fernsehen hat im Übrigen diesen Trend erkannt und darauf reagiert. Laut einer aktuellen Studie gibt es dort an 34 Stunden pro Woche, 34 Stunden pro Woche, um Lebensmittel, um Ernährung, Kochen und Essen. Jede Zeit hat eben ihre Themen. Jetzt ist es die gesunde und sichere Ernährung. Um diese scheint es nicht sonderlich gut bestellt zu sein. Jedenfalls kann man den Eindruck erhalten, wenn man die Schlagzeilen liest. Da ist die Rede von Dioxineier, Form Schinken, Neulandhühner oder Fairtrade. Es entsteht der Eindruck, dass eine Mafia aus Betrügern und Panschern uns alle vergiften oder zumindest täuschen will. Das alles wird übrigens angeheizt von einer Angstindustrie, die von der Skandalisierung lebt. Und ich betone an dieser Stelle, es ist ein Spiel mit der Angst, um höhere Quoten, höhere Spenden, manchmal auch mehr Wählerstimmanteile zu erreichen. Ich betone auch, dass die meisten NGOs außerordentlich wertvolle Arbeit leisten, aber nicht jede ist dem Allgemeinwohl verpflichtet, sondern inzwischen gibt es etliche, die ganz handfeste wirtschaftliche Interessen haben. Deshalb warnt zum Beispiel die Stiftung Warentest vor etlichen Tier- und Umweltschutzorganisationen, ich zitiere, Vorsicht angebracht, mit der Unsicherheit der Verbraucher wird gespielt. Und dazu sage ich auch im Namen unserer Fraktion, das ist aus unserer Sicht zynisch und verantwortungslos. Wir stehen für Klarheit statt Wahrheit, für Aufklärung statt Empörung, für Fakten statt Vermutung, übrigens auch für Wissen statt Unterstellung. Und wie ist die Situation? Wir wurden noch nie so alt wie heute, blieben noch nie so lange gesund und aktiv. Vor dem Ersten Weltkrieg betrug die Lebenserwartung einer Frau noch nicht einmal 44 Jahre. Es gab keine Kühlketten, es fehlte an Wissen über Hygiene, es wurde gegessen, was es gab, und das war oftmals zu wenig, manchmal gar nichts. Heute wird eine Frau im Schnitt 81 Jahre alt. Die Lebenserwartung hat sich fast verdoppelt, dank der modernen Medizin, aber auch dank besserer Ernährung. So bestätigt uns das Bundesinstitut für Risikobewertung, ich zitiere, Lebensmittel sind heutzutage im Vergleich zu früher aus naturwissenschaftlicher Sicht signifikant sicherer und qualitativ deutlich besser geworden. Ja, noch nie wurden Lebensmittel so sicher produziert wie heute. Noch nie wurde Nahrung so intensiv kontrolliert wie heute. Noch nie war Essen so preiswert wie heute. Noch nie gab es eine so große Auswahl wie heute. Es gibt Lebensmittel im Überfluss, und zwar mit dem Vierklang gesund, sicher, bezahlbar, vielfältig. Übrigens dank Gruppierungen, die hier vorhin massiv angegriffen worden sind. Dank unserer Landwirte, unserer Gärtner, unserer Fischer, übrigens aber auch
Fleischer, Bäcker, Hersteller und Einzelhändler. Und ich sage schon, lieber Sven Christian Kindler, bei allem Verständnis, auch wenn es darum geht, hier den Wahlkampf in den Plenarsaal zu tragen. Aber ich fühle mich wirklich als Schwester eines Landwirtes, der tagtäglich das tut, was erfordert wird. Er bringt sich ein in die Gesellschaft. Er ist da, wenn ein Mann gebraucht wird, sei es in der Feuerwehr oder aber um das Osterfeuer zusammenzuschieben. Er erzeugt Nahrungsmittel, wie sie sein sollen. Und auch in seinem Namen, im Namen aller Urproduzenten, lehne ich diese Stigmatisierung im Namen unserer Fraktion ab. Denn es sind genau diese, die dem Verbraucher die Wahl ermöglichen. Und genau diese Freiheit will er behalten. Die Bürger wollen selbst entscheiden, wann sie was wie essen. Dies hat die Diskussion um den sogenannten Veggie Day eindrucksvoll bewiesen. Wir brauchen keine staatlichen Volkserzieher, auch keine Bevormundung durch Steuern. Was wir brauchen, sind Wahrheit und Klarheit, damit der Verbraucher wirklich selbst entscheiden kann. Das ist schwieriger geworden, ohne Frage, denn die Verhältnisse haben sich geändert. Da sind auch viele gefordert, die Wirtschaft übrigens selbst. Die Globalisierung des Handels erhöht die Wahlfreiheit. Die Technologisierung der Lebensmittelproduktion bringt Fortschritt. Aber beides ist dem größten Teil der Bevölkerung fremd. Und deswegen müssten Branchen sich öffnen, müssten auch realistisch informieren. Und ich sage sehr kritisch, dem wird so manche Werbung nicht gerecht. Wir sehen Bilder von der lächelnden Bäuerin, die den Joghurt handrührt. Mit der Realität hat das wirklich nichts zu tun. Und das ist auch gut so, denn wahrscheinlich würde ein Gesundheitsamt diesen Joghurt nicht abnehmen und das Frühstück wäre unbezahlbar. Aber die Verbraucher sind am Ende enttäuscht. Wagen Sie Transparenz. Zweitens, es gibt Informationen im Überfluss. Wer soll da eigentlich noch den Durchblick behalten? Hinzu kommen beschönigende Abbildungen, zum Teil auch irreführende Werbeaussagen. In der Hühnersuppe ist keine Hühnersuppe, im Schwarzwälder Schinken kein Schwarzwälder Schwein. Deswegen ist es gut, und da spreche ich Sie an, lieber Herr Minister, dass diese Bundesregierung, dass auch Sie sich dafür eingesetzt haben auf EU-Ebene, dass es klarer wird. So ab dem 13. Dezember wird besser gekennzeichnet werden mit dieser Bundesregierung. Die Lebensmittelinformationsverordnung wird zu mehr Transparenz beitragen, denn damit sind Nährwertangaben zukünftig Pflicht. So kann jeder Verbraucher sehen, wie viele Kalorien das Lebensmittel hat, wie viel Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß das Lebensmittel hat, deutlich sichtbar und gut lesbar und das übrigens alles ohne Ampel, die inzwischen auch stark kritisiert wird von der Europäischen Kommission. Wir als Fraktion haben immer vor dieser Simplifizierung gewarnt. Trauen wir dem Verbraucher doch etwas zu. Wir schützen Verbraucher, lieber Herr Minister, besser vor Täuschungen. Denn ab dem 13. Dezember sind Hersteller verpflichtet, künstlichen oder minderwertigen Ersatz in Lebensmitteln wie Vanillin statt echter Vanille anzugeben, und zwar in unmittelbarer Nähe des Produktnamens. Klebefleisch ist mit dem Hinweis, aus Fleischstücken zusammengefügt, kenntlich zu machen. Damit dienen wir Verbrauchern, aber übrigens auch den Erzeugern und den Produzenten, die es ernst nehmen mit Klarheit und Wahrheit. Was wir aber brauchen, ist Verbraucherbildung. Denn wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass der Verbraucher sich verändert hat. Das klassische Mittagessen in der Familie ist inzwischen nicht mehr die Regel. Statt 3 Mahlzeiten am Tag gegebenenfalls 10 Snacks. Kochkultur und Ernährungskompetenz befinden sich auf dem Rückzug. Das Basiswissen fehlt. Wenn die Bundesratsbank besetzt wäre, würde ich jetzt an die Länder appellieren, tun Sie den mutigen Schritt und führen Sie endlich ein Fach Verbraucherbildung, Kompetenz, Haus- und Ernährungswirtschaft ein. Damit wären allen gedient. Das tun die Länder leider nur eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, dass der Bund in Verbraucherbildung investiert. Lieber Herr Minister, das tun Sie in Ihrem Haushalt für gesundheitlichen Verbraucherschutz
und Ernährung sind im nächsten Jahr über 103 Millionen Euro vorgesehen. Und Sie setzen dabei einen Schwerpunkt auf der Information für Verbraucherinnen und Verbraucher. Entsprechend zum Beispiel bei Inform, der Deutschen Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, mit Projekten wie dem Ernährungsführerschein oder Klasse Kochen wird Basiswissen darüber vermittelt, wo und wie Lebensmittel wirklich produziert werden. So wird das Einmaleins der Ernährung vermittelt. Und so können auch Lebensmittelabfälle vermieden werden, denn darin sind wir uns einig, unser Essen ist zu gut für die Tonne. Alles dies bietet unser Haushalt und deswegen kann ich am Ende sagen, bei uns geht über den Tisch, was bei den Deutschen auf dem Teller landet und das ist gut so. So, vielen Dank, Frau Kollegin Konnemann. Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage da. Wird auf diese Zwischenfrage noch Wert gelegt oder möchte sie umgedeutet werden in eine Zwischenintervention? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist damit jedenfalls die Rede der Kollegin Gitte Konnemann zu Ende. Und ich rufe jetzt aus den Kollegen Willy Brase für die Sozialdemokraten.